Mike plus Zara Tindall. Gesichtet. Vor der feierten sie bis 2 Uhr nachts. Nach dem offiziellen Empfang im Buckingham Palast ging es für die internationale royale Elite am Freitagabend. 5. Mai 2023, weiter zu einem privaten Dinner im Mayfair Club Oswalds, ausgerichtet von Prinzessin Anne. 72, Prinz Edward, 59, und Herzogin Sophie, 58. Neben den angereisten Adligen nahmen auch Mitglieder der britischen Royal Family an dem Abendessen teil. So auch Zara, 41, und Mike Tindall, 44. Und das Ehepaar hat die besonderen Stunden sichtlich genossen. Nachdem Mike und Zara Tindall um 23 Uhr beim Verlassen des Mayfair Club Oswalds gesichtet wurden, ging es für die beiden noch nicht nach Hause, die Tindalls feierten weiter im privaten The Arts Club. Bis 2 Uhr morgens sollen sich die beiden in dem Club aufgehalten haben, berichtet die Zeitung Daily Mail. Der ebenfalls Abschüsse von dem Abend vorliegen. Nachdem sie Oswalds verlassen hatten, feierten sie abends im nahegelegenen Arts Club weiter, wo sie gegen 2 Uhr morgens abreisten. Bestätigt auch ein Zeuge gegenüber der Publikation. Danach sollen sich Zara und Mike ganz bodenständig ein Taxi gesucht haben. Die Stadt ist in diesen Tagen extrem voll, die Suche dauert länger als gewöhnlich. Prinz William, 40, und Catherine, Princess of Wales, 41, sind nach dem Empfang im Buckingham sicherlich müde ins Bett gefallen. Das Ehepaar wurde bei dem Dinner nicht gesehen. Verständlich, schließlich haben Kate und William bereits am Vortag der Krönung mehrere Termine absolviert und spielen auch am Samstag. 6. Mai, eine große Rolle, mit ihren Kindern. Prinz George, 9, ist der Ehrenpage von König Charles, 74, und dürfte angesichts seiner wichtigen Rolle ganz schön aufgeregt sein. Ob Zara und Mike Tindall am heutigen Krönungstag auch so ausgeschlafen sein werden? Catherine, Princess of Wales, sagte bereits am Freitag, dass alle sehr früh aufstehen müssen. Verwendete Quelle, Daily Mail Cook.